Willkommen zu einer weiteren Folge LE17 auf der Nordfriesischen Marschfirfer. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. So, wo sind wir bei der letzten Folge stehen geblieben? Ah ja, bei dem Drescher. So, den schmeiß ich schnell wieder mal an. So. Den brauchen wir endlich nicht, den können wir zurückgeben. Das war eine Fehlinvestition. Ah, den haben wir Gott sei Dank nur gemietet. Ja, ich habe wieder ein paar Mods mit draufgenommen. So, wo sind denn die Mods? Hier den Series 9 habe ich mit draufgenommen. Den Fast Track 8000 habe ich draufgenommen. Den Holma, den den Fan Favorite 900 habe ich mit draufgenommen. Und sonst eigentlich nichts. Ich schau mal kurz durch. Ach, hier das Steuerpack. Den Palettengabel L, Palettengabel XL und den Ballenspießgabel. Für die LKW habe ich den roten mit draufgenommen, den HKL. Bei den Keepern habe ich den mit draufgenommen. Was habe ich noch mit draufgenommen? Den Pressel und Ladequaderballen und den JZB. Ah ja, und den Blindegabelstapler, den Fliegelbein, Paletten, Automat und sonst, und das ist von einer Seemaschine. Eine Seemaschine habe ich auch noch mit drauf genommen. Und zwar diese hier und eine John Deere Seemaschine. Die können wir uns erst später mal leisten. So, dann fangen wir mal hier an. Und manuelles Ankuppeln habe ich auch mit draufgenommen. So. Können wir den hier schon mal einstellen? Das funktioniert mal wieder nicht ganz gut. Das mache ich kurz selber. So.
funktioniert. Ah, ist ja egal. Das werde ich schnell fertig machen und dann können wir gleich mal probieren und ansehen wieder. Der ist voll, den können wir gleich mal ausleeren gehen ins Lager. Nee, das funktioniert nicht. Ja, jetzt gibt es ja wieder coole LS19 Informationen, weil das Wochenende war ja FarmCon. Leider war ich nicht bei der FarmCon, da ich ja aus Österreich komme. Aber zum nächsten LS, zum 21er, werde ich bestimmt auf die FarmCon gehen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr bei der FarmCon wart. Der ist voll, den können wir gleich wieder ausleihen gehen. Schreibt mal in die Kommentare, welche Produktion ich in der nächsten Folge Betrieb nehmen soll.
glatter Drescher, 42% Weizen. So, der ist wieder voll, kann ich wieder aufs Land gehen. Wie wisst ihr, ich spiele mit Tastatur, aber ich werde mir jetzt bald zu meinem Geburtstag das lustige G29 kaufen mit dem Sidekick-Pendel. Dann kann ich endlich besser spielen. Jetzt werde ich so ein Multifunktionsding. Damit ich weiß, wie viel von jedem drin ist. Gibt es im Mod-Hub zum Downloaden. Speichern. So. Ja, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.